Ihr habt es euch gewünscht, euer Wunsch ist mir Befehl. Wir testen heute die neue NYX Bare With Me Blur Foundation und wir werden sehen, wie sie sich über den gesamten Tag verteilt verhält. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es wieder Review-lastig. Es ist mir der liebste Teil von meinem Job, Foundations zu reviewen. Ich liebe Foundations. Ich habe einen anderen Blick auf Foundations mittlerweile. Ich habe sehr, sehr viel Erfahrung, was Foundations angeht. Vor allen Dingen auch in der Drogerie. Ich glaube, ich habe mittlerweile jede Foundation, die in der Drogerie steht, hier zu Hause und vor allen Dingen auch schon mal getragen und kann so ganz gut bewerten, ob etwas für mich funktioniert oder nicht. Eine Foundation ist jetzt neu zu uns nach Deutschland gekommen und das ist die NYX Professional Makeup Bare With Me Blur Foundation. Die letzte Foundation, die ich von NYX getestet habe, war die Can't Stop, Won't Stop Foundation und das ist schon viele, viele Jahre her. Ich erinnere mich an den Bare With Me Concealer, der mir sehr gut gefallen hat, der mir sogar so gut gefallen hat, dass ich diesen als Foundation benutzt habe. Vielleicht habe ich ihn sogar noch da. Tatsache, hier ist der Bare With Me Concealer. Ich habe ihn in zwei verschiedenen Farben. Einmal in der Farbe Beige und in der Farbe Camel. Mit Camel habe ich sehr, sehr gerne gebronzt oder konturiert. Der ist schon fast leer. Der ist auch schon sehr, sehr lange hier. Und jetzt ist die passende Foundation dazu auch endlich in Deutschland angekommen. Und ich habe Hoffnung, dass diese Foundation genauso bzw. noch besser ist als Foundation wie der Concealer, um ihn als Foundation zu benutzen. Ich bin sehr gespannt. Das Ganze war recht teuer, beziehungsweise die Foundation ging sogar eigentlich. 10,95 € ist für eine Drogerie-Foundation mit 30 Millilitern völlig in Ordnung. Ich habe einen Primer gekauft und der hat mich schockiert. 17,95 €. Den werden wir auf der einen Seite meines Gesichtes benutzen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist noch recht früh, damit wir wirklich den ganzen Tag Zeit haben, die Foundation zu benutzen. 6,59 €. Und wir schauen mal. Ich hoffe, es geht euch natürlich gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen aufheitern kann. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Die Microfiber Multitools Mini sind jetzt wieder da. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es wieder schaffen, vor allem, dass es dieses Jahr noch klappt. Aber hier ist das Schätzchen. Das sieht ein bisschen anders aus als der Vorgänger. Der Vorgänger war deutlich kleiner und mit Abstand nicht so weich wie dieser hier. Auch die Mikrofaser hat sich verändert. Sie ist jetzt noch feiner und ihr könnt damit noch präziser Puder auftragen. Machen wir auch gleich, wenn wir soweit sind. Ich möchte jetzt aber unbedingt die Foundation testen. Bitter, bitter kalt heute. Also 10,95 € fand ich okay. Das einzige Problem, was ich hatte, falle ich gleich mit der Tür ins Haus, war die Farbe. Also online findet ihr alle Farben, die die Foundation hergibt. Ich glaube, es gibt ein, zwei. Also es gibt mindestens 15 Farben. Online findet ihr auf jeden Fall einige davon. Es gibt ja so einen Aufsteller gerade im DM, also in der Hotspot-Theke in der Mitte da. Und da standen fünf verschiedene Farben, die hellsten natürlich. Und ich habe alle geswatcht und ich fand alle sehr, 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 sehr gelb. Also es fiel mir richtig schwer, eine passende Foundation-Farbe zu finden, weil ich ja vom Unterton eher rosa bin und nicht so gelb. Deswegen habe ich mich für zwei entschieden. Die eine ist wahrscheinlich deutlich zu hell. Das ist die Farbe Light Ivory, wobei sie vielleicht passen könnte. Das Licht ist natürlich immer ein bisschen schwierig in der Drogerie. Das ist die Farbe Light Ivory und ich habe auch noch die dunkelste mitgenommen, die es dort vor Ort gab. Das ist die Farbe 09 Light Medium. Alles dazwischen, es gab dann noch Vanilla und so, das war sehr, 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 sehr gelb. Das ist sehr dunkel für Light Medium. Ich glaube, dass wir das Ganze so ein bisschen mischen und dann könnte es ganz gut passen. Probieren wir gleich aus. Ich lese euch einmal vor, was die Foundation können soll. Vielleicht habt ihr sie ja auch selber schon getestet. Dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Das würde mich wirklich sehr interessieren, weil ich es wichtig finde, dass nicht nur ich mit meiner Haut das Produkt bewerte, sondern falls ihr eine ölige Haut habt, schreibt gerne dazu Review ölige Haut und dann eure Meinung dazu. So können andere Mäuse aus der Community natürlich auch noch ein bisschen was mitnehmen. Die Foundation soll eine leichte Deckkraft haben und für den Hauttyp fettig, ölig, Mischhaut, normal, reif, sensibel, empfindlich, trocken und unrein sein. Also eigentlich für jede Haut gemacht. Grundfarbe Nude, Produkteigenschaften vegan, Textur flüssig. Die Foundation soll Poren verfeinern und Rötungen beruhigen und soll in ebenmäßiges und weiches Finish zaubern. Die Textur mit mittlerer Deckkraft absorbiert überschüssigen Talg und gleicht Pigmentstörungen aus. Also würde ich fast sagen, wenn sie Talg absorbieren soll, dass sie eher so ein bisschen auf der matten Seite ist.
Hier wird dann mit Sicherheit auch Hyaluron ist mit drin, Niacinamid ist mit drin, verschiedene Öle, ein paar Silikone, Dimethikone. Also es sind viele verschiedene Silikone mit drin, was sehr, sehr gut sein kann. Beispielsweise die House Labs Foundation ist ja auch aus verschiedenen Silikonen gemacht und soll so ein sehr flexibles Gefühl auf der Haut haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie funktioniert. Für 10,95 € völlig in Ordnung. Das Packaging sieht einmal so aus, ist recht clean, ist recht schlicht. Ich mische mir jetzt mal eine Foundation gleich an. Vorher benutzen wir aber den Frizzy Primer. Der ist mit Niacinamiden und Schneepilzextrakt. Habe ich noch nie gehört als Inhaltsstoff, klingt aber sehr spannend, soll kühlend sein und feuchtigkeitsspendend. Die Primer von NYX sind sehr, sehr gut. Ich habe beispielsweise hier den Electrolyte Primer und den Marshmallow Primer mit, weil ich den immer sehr, sehr gerne benutze, wenn ich einfach weiß, dass es sehr lange halten soll und ich trotzdem wie so ein weich gezeichnetes Finish haben möchte. 17,95 € ist eine Stange Geld für einen Primer in der Drogerie. Dafür kriegst du fast zwei Döner. 50 Milliliter mit drin und soll Feuchtigkeit spenden und kühlen, Schwellungen reduzieren und Poren verkleinern dank Niacinamid und inspiriert durch Kryotherapie. Finde ich sehr spannend. Kommt einmal in so einem kleinen Deckelchen und die Textur ist fest. Ich habe sie mir flüssig vorgestellt. Ja, das ist so ein bisschen wie so eine Silikon. Konige Konsistenz. Krass. Es ist sofort kalt an der Hand. Wir tragen ihn nur auf einer Seite auf. Da bin ich sehr gespannt. Diese porenverfeinernden Produkte mag ich im Moment Tatsache ganz gerne. Ich habe hier etwas, was auf meinem Tisch steht, was ich wirklich nur in meinem T-Zonenbereich nehme. Der ist natürlich hier auch mit Silikon angereichert, dass er einfach die Poren so ein bisschen reduziert. Aber du merkst sofort so einen kühlenden Effekt auf der Haut und auch so einen leicht mattierenden. Also im Vergleich zu meiner anderen Gesichtsseite siehst du schon so eine leichte Mattierung, aber jetzt nicht so krass wie der von Benefit beispielsweise. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine günstige Alternative zu dem Benefit Professional Hydrating Primer sein soll. Aber es ist wirklich krass, du merkst wirklich diesen kühlenden Effekt auf der Haut. Wir vergleichen, vielleicht hat er einen guten oder keinen Einfluss auf die Foundation. Wir mischen jetzt mal ein bisschen, es wird jetzt spannend. Wie gesagt, ich habe die 03 und 09. Dazwischen war alles wirklich so gelb, dass ich euch da raten würde, mit so einem Color Corrector zu arbeiten, falls die Farbe nicht ganz so passt. Aber es soll ja auch eine leichte Deckkraft haben. Deswegen ist das manchmal ein bisschen verzeihender. Ich habe jetzt ein bisschen hier auf meiner Hand. Wir schauen mal, ob was. Ja, könnte hinhauen. Ja, erster Treffer vielleicht schon. Okay, ich arbeite mir das Ganze mit einem Pinsel ein. Auf der Webseite bzw. im DM wurde das Ganze auch mit einem Pinsel empfohlen aufzutragen. Und jetzt klopfen wir hier einfach mal ein bisschen ran. Ein Stückchen zu hell ist sie vielleicht gerade noch, aber vielleicht oxidiert sie noch so ein bisschen an. Und ich finde, zu hell ist immer ein bisschen einfacher anzupassen, als wenn sie zu dunkel ist. Geht sehr, sehr schnell. Es war keine Minute jetzt. Das Finish würde ich tatsächlich auch wirklich als semi-matt bezeichnen. Ich muss noch ein bisschen mit dem Schwamm nacharbeiten an einigen Stellen. Da sind noch so ein paar Pinselstrokes. Aber ja, das Finish ist ein Demi-Matt. Also ich würde schon fast als matt bezeichnen, du siehst keinen Glow, was ich jetzt per se gar nicht so schlecht finde, weil ich ja im Moment so ein bisschen auf kein Puder aus bin. Ich habe sie mir aber deutlich glänzender vorgestellt, denn der Bare With Me Concealer ist ja auch super, super feuchtigkeitsspendend und hinterließ so einen Glow. Den kann ich jetzt hier gar nicht wahrnehmen, aber vielleicht ist es eine gute Sache. Die Haut ölt eh im Laufe des Tages nach, ne? Also irgendwann passiert es, dass es einfach ein bisschen öliger wird. Und wenn die Foundation schon grundlegend ein bisschen mattiert ist, könnte es ganz gut sein. Deckkraft ist eine Medium, ja, eine gehobene Medium. So ein paar Unreinheiten kann man noch sehen. Da kann man dann jetzt punktuell vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten. Ansonsten ging das sehr, 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 sehr schnell. Auf der anderen Seite arbeiten wir jetzt wirklich nur mal mit einem Schwamm und dann hole ich euch ganz nah ran. Vielleicht wisst ihr Mäuse es ja schon, ob die Foundation vielleicht eine günstige Alternative zu etwas anderem sein soll. Übrigens, mir wurden heute Nacht drei Beiträge bei Instagram wegen Handelsverstößen gemeldet und gelöscht. Also irgendeine Firma, ich konnte leider nicht sehen, welches war, hat Beiträge von mir gemeldet, weil ich Dupes gezeigt habe. Es geht los, es geht weiter, es wird wild. Vielleicht wisst ihr ja, wofür das hier ist. Wenn ich schon nicht mehr sagen darf, dann vielleicht ja ihr. Alright, die Foundation ist einmal eingearbeitet und sie ist wirklich matt. Also das ist nicht glowy. Ich hole euch mal ganz nah ran. Also hier natürlich habe ich noch einen kleinen Besucher. Schau auch mal in den Spiegel. Ich habe halt schon so lange keine matte Foundation mehr in meinem Gesicht gehabt, dass ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfordert bin mit dem Finish. Normalerweise siehst du ja bei
Glowy Foundations zwar auch Textur, aber durch dieses Lichtreflektierende sieht das dann immer so ein bisschen reduziert aus. Sie trocknet halt recht schnell runter, ne? Also du musst schnell arbeiten, was gut ist, weil du dann einfach extrem viel Zeit sparst, aber sie trocknet recht schnell runter. Ich gucke mal, ob ich euch noch ein Stückchen näher holen kann. Ich finde, man sieht so ein bisschen Textur auf der Haut noch. Oder ein bisschen Textur ist noch vorhanden. Ich finde, sie hinterlässt auch ein recht, ja schon fast so ein pudriges Finish hier so in dem Nasenbereich. Seht ihr das? Auf beiden Seiten. Also ich sehe jetzt keinen Unterschied zwischen der linken und der rechten Gesichtshälfte. Wobei, doch, schaut mal. Hier habe ich den Primer nicht benutzt. Hier habe ich ihn benutzt. Ich finde, dass es auf der Seite mit dem Primer ein bisschen texturierter aussieht als auf dieser Seite. Es kann jetzt natürlich täuschen. Das sehen wir erst. Der Primer, man sieht den Effekt des Primers meistens erst nach ein paar Stunden. Aber so im direkten Vergleich würde ich fast schon sagen, dass mir die Seite ohne Primer ein bisschen besser gefällt. Und ich würde mich jetzt hüten, hier Puder zu benutzen. Weil ich wirklich gedacht habe, dass sie von der Textur her, ich gucke mal, ob ich euch das zeigen kann. Der Bare With Me Concealer ist von der Textur her auch deutlich reflektierender und ein bisschen feuchtigkeitsspendender. Das habe ich mir bei der Foundation vorgestellt, aber ist jetzt ohne Wertung. Ich nehme jetzt auch gleich mal den passenden Concealer dazu und trage mir den hier unter den Augen auf. Okay, also ich bin ja ein großer Freund von so einem leicht reflektierenden Foundations. Ich finde, dass sie einfach ein bisschen frischer aussehen und du kannst sie ja mattieren. Die meisten Leute nutzen ja wirklich Puder, um ihr Make-up zu fixieren. Der Concealer ist großartig. Schaut euch den Unterschied einmal an. Hier noch ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Foundation ist, die man im Sommer sehr, sehr gut tragen kann. Oder vor allen Dingen das macht. Ich bin ja ein großer Freund von Mischen. Ich liebe es, Foundations zu mischen, einfach um den Vorteil von jeder Foundation so ein bisschen rauszuholen und die Nachteile einer Foundation so ein bisschen auszukaschieren. Beispielsweise nehme ich ja total gerne die Manhattan Lasting Perfection Foundation. Die ist aber sehr, sehr deckend und nicht so glowy. Deswegen mache ich etwas rein, was ein bisschen glowy ist und so ein bisschen die Deckkraft reduziert. So habe ich einfach aus allen Welten das Beste rausgeholt. Concealer ist einmal eingearbeitet. Da sieht man, glaube ich, auch, dass der deutlich reflektierender ist als die Foundation. Ich brauche jetzt aber noch ein bisschen von meinem Concealer hier. Aber es kommt nichts, auch nur ansatzweise an den Natasha Denona Concealer ran. Ich ärgere mich so. Ich war ja neulich in London, ne? Und ich wollte unbedingt die House Labs Concealer und die Foundation testen. Aber es gibt in London, und das hätte ich nicht gedacht, einfach nur einen Sephora und der ist so weit weg aus dem Stadtzentrum gewesen, dass ich 1,5 Stunden gebraucht hätte, dorthin zu gehen. Und ich war nur für 14 Stunden in London. Das hätte einfach nicht geklappt. Okay, Concealer ist aufgetragen. Foundation sieht gut aus. Ich will kein Puder benutzen. Das Einzige, was ich jetzt natürlich abpudern muss, ist hier den Pickel, wo ich gerade den Concealer benutzt habe. Und wir schauen mal, wie sich alle Produkte auf meinem Gesicht weiterverhalten. Kleinen Contour-Stick, das ist der von Kiko. Bisschen verblenden. Und für meinen unteren Augenbereich benutze ich wie immer mein Coty Airspun Powder und die neuen Microfiber Multitools Mini. Gehe da einfach rein, so eine richtig schöne weiche Puderquaste und kann dann einfach unter den Augen und hier im T-Zonenbereich fixieren und alles ist da. Es geht so viel schneller mit dem Großen, wobei er dadurch aber nicht seine Präzision verloren hat. Alright, ein bisschen Bronzer, ein bisschen Blush, alles ein bisschen rüber. Mir fällt es tatsächlich wirklich schwer, mit einer matten Foundation mittlerweile zu arbeiten, weil ich einfach bei einer Luminous Foundation ein bisschen mehr weiß, wie ich die Sachen ineinander verblenden soll. Es sieht auf die Entfernung jetzt in der Kamera, finde ich, unordentlicher aus als im Spiegel. Im Spiegel sehe ich es sehr mattiert. Ich würde es trotzdem gerne fixieren mit einem Spray. Einfach damit das alles, dadurch, dass das sehr viele Puderpigmente mit drin hat, ein bisschen miteinander anschmilzt. Ich sehe ehrlich gesagt aktuell noch keinen Unterschied, ob mit und ohne Primerseite. Das wird sich im Laufe des Tages vielleicht zeigen. Ansonsten, sie ist schon sehr, sehr matt und dadurch sehr, sieht sie recht schnell sehr schwer aus. Was jetzt aber nicht unbedingt schlecht sein muss. Eine matte Foundation ist per se immer deutlich langanhaltender als eine Glowy Foundation, weil sie einfach andere Stoffe mit drin hat. Ich habe Hoffnung, dass die Silikone da drin sehr, sehr gut halten werden. Ich finde sie eigentlich ganz süß. Jetzt mit so ein bisschen Setting Spray. Vielleicht könnte man noch punktuell mit ein paar Highlights arbeiten, dass es im Gesamtbild ein bisschen leuchtender aussieht. Ansonsten sehe ich jetzt aber keine großen Probleme.
Mittlerweile ist es 7.21 Uhr. Wir starten in den Tag. Ich werde euch zwischendrin mal ein bisschen mitnehmen. Ich muss heute wirklich viel drehen. Ich habe hier noch zwei Adventskalender stehen. Ich habe einen Haul, noch einen Drogerie-Haul. Den habt ihr wahrscheinlich sogar schon gesehen. Ich muss Fotos machen für die neue Magiamo-Brand-Schwester. Und ich muss heute das Haus sauber machen. Das ist immer sehr, sehr gut, um eine Foundation zu testen, weil ich da einfach in Rage, in Wallungen, in Schwitzen komme. Wir werden es sehen. Bis gleich, ihr süßen Mäuse. Ihr bekommt selbstverständlich auch mein kleines Tageslicht-Update. Es ist jetzt 10:45 Uhr. Das heißt, ich habe das Ganze schon so 3, 4 Stündchen drauf. 3,5 ungefähr. Farblich passt es sehr, sehr gut, ne? Also durch das Mischen hat das Ganze sehr gut gepasst. Deswegen greife ich immer eher zu wesentlich dunkleren Foundations, weil die Darker Shades immer ein bisschen wärmer sind. Und wenn du so einen rosanen Unterton hast wie ich, dann passt das ganz gut. Wenn ich euch aber nah ranhole, ich glaube, da könnt ihr es ganz gut sehen. Hier ist es schon so ein bisschen aufgecrackt. Es ist jetzt aber nicht mehr so matt, wie ich gedacht habe. Ja, also hier finde ich, sieht es schon so aus, als würde sich es ein bisschen zersetzen. Ich zeige euch das gleich nochmal mit der großen Kamera. Was ist los, Liam? Was ist denn los? Ich zeige euch das oben, unten gleich nochmal mit der richtigen Kamera. Wir haben gerade gekocht, ich war schon beim Bäcker, also die Foundation hat auch schon einiges durch, aber, also, wobei, nee, ich muss dazu sagen, sie sagt ja auch nicht, dass sie 24 Stunden halten soll. Das stand nirgendwo. Wir schauen uns das gleich unten an. Madame et Monsieur, es ist mittlerweile 11:31 Uhr. Ich habe euch eben das Ganze in dem Tageslicht gezeigt. Also, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Ich muss immer jetzt dahin gucken, damit die Kamera schön scharf ist. Ich finde, dass es sich so ein bisschen anfängt, hier zu zersetzen. Und da. Seht ihr das? Und hier. Da in der Nasenfalte. Ist das so ein bisschen komisch? Und hier in der Nasolabialfalte, die ist ja bei mir nicht so stark ausgeprägt, aber also ich sehe jetzt schon einen Unterschied zwischen der Primer-Seite und der Nicht-Primer-Seite. Die Primer-Seite ist Tatsache auch befallen von dem Cracken hier an den, da wo sich halt das Gesicht einfach bewegt. Auf der Seite ohne Primer aber deutlich mehr. Entweder ich habe zu viel Foundation benutzt, was gut sein kann, oder es ist einfach nicht die richtige Foundation für mich. Ich muss aber auch dazu sagen, es steht sogar hinten. Ich gucke mir die Produkte meistens nicht von hinten an. Ich kaufe und teste es dann. Das ist die, hier steht auch drauf, Matte Blurred Finish. Also es soll schon ein mattes Finish sein. Es ist aber gar nicht mehr so matt. Also du siehst schon so ein mattiertes Gefühl, aber auf der Stirn beispielsweise kommen doch so ein paar ölige oder glowige Partikel mit durch. Overall ist das Ganze aber nicht schlecht. Versteht mich bitte nicht falsch. Es kann sein, dass es A, zu viel Produkt war. Kann natürlich sein. Aber nach 8, 9, 10, 11, 4 Stunden müsste da eigentlich noch ein bisschen mehr Mattigkeit sein. Gerade wenn es ein mattes Finish sein soll. Und das Cracking, das stört mich schon. Ich habe ja jetzt nicht viel geredet. Ich meine, ich habe mit den Katern kurz geredet, so ungefähr. Und mit Danny beim Frühstücken. Aber viel mehr habe ich ja nicht gemacht. Dafür ist es schon sehr viel Bewegung. Es kann sein, dass die paar Pigmente mit dem Silikon zusammen einfach zu viel Schicht drauf haben. Ich werde es mal noch weiter tragen. Aber bis jetzt bin ich noch nicht umgehauen, was mich sehr, sehr traurig macht, weil ich das Ding hier halt wirklich abgöttisch liebe. Ja, müssen wir noch mal schauen. Ich wollte euch einfach mal ein kleines Update geben. Bis gleich. Ihr süßen Mäuse, mittlerweile ist es 16 Uhr und ich habe das Spektakel. Ja. Schon einige Stunden drauf, 9 Stunden ungefähr. Und ich muss sagen, es hat sich nicht mehr viel verändert seit dem letzten Clip, den ich euch hier mit eingespielt habe. Außer, dass es hier um die Nase recht ölig geworden ist. Auf beiden Seiten nahezu gleich an der Öligkeit, wobei die Seite ohne Primer etwas mehr gecrackt ist. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht. Im Gesamtbild aber sieht es noch völlig in Ordnung aus. Ich bin ehrlich, meine liebste Foundation wird es nicht. Aber ich glaube, wenn man eine Foundation sucht und sie anders benutzt, als ich es jetzt getan habe, wenn du wirklich eine matte Foundation mit Medium Coverage haben möchtest, weil die meisten Foundations mit einem matten Finish sind Full Coverage, ist das eine gute Alternative.
Für mich hätte sie gerne so sein sollen wie der Concealer. Dann hätte das meiner Meinung nach ein bisschen besser dazu gepasst. Es ist aber um Gottes Willen keine schlechte Foundation. Ich glaube nur, dass du sie richtig setten musst. Und vielleicht mit einem anderen Primer. Der Primer gehört ja jetzt auch nicht offiziell zu dieser Reihe. Für mich ist es so ein bisschen eine verpasste Chance. Man hätte wirklich so eine sehr, 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 sehr luminous Foundation rausbringen sollen. Ich kenne jetzt aber auch nicht das NYX Sortiment. Deswegen bewerte ich das jetzt natürlich nicht. Es ist eine gute Foundation, die matt hält, wenn du sie fixierst. Wenn du kein Puder benutzt, dann bleibt sie nicht matt. Ich habe heute auch nicht so viel gemacht, weswegen das vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt sein könnte. Für 10,95 Euro aber eine gute Foundation in der Drogerie und ich bin sehr gespannt, wie euch diese Foundation gefallen hat. Vielleicht habt ihr sie schon getestet. Wie findet ihr das Ergebnis? Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Schaut unbedingt bei Makiyamo Beauty vorbei. Da gibt es jetzt die Microfiber Multitools Mini wieder neu. Schaut da also einmal vorbei. Ich danke euch, wünsche euch den schönsten Tag. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.